Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nehmen wir uns auch heute wieder die Zeit, gemeinsam ein Türchen unseres Adventskalenders zu öffnen. Verbringen wir ein paar Minuten gemeinsam am Adventskranz. Herzlich willkommen zum 7. Türchen unseres Adventskalenders hier auf Steigerwald Online. Alle guten Dinge sind 7. 7 ist meine absolute Lieblingszahl. Keine Ahnung, wieso eigentlich. Ich würde fast sagen, es ist irgendwie einfach so ein Gefühl, dass die 7 einfach gut zu mir passt. Oder weil ich sie halt einfach so gern mag. Aber nicht nur für mich, sondern auch in unserer Lebenswelt. Überall taucht die 7 immer wieder als eine besondere Zahl auf. In der Musik zum Beispiel. 7 Sünden bist du mir wert. Oder über 7 Brücken musst du gehen. Sie taucht auch auf in unseren Redewendungen. Im 7. Himmel sein. Oder auf Wolke 7 schweben. Und auch in der Religion taucht sie immer wieder auf, die 7. So zum Beispiel der 7-armige Leuchter im Judentum oder die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Und genau diese 7 Gaben möchte ich heute am 7. Dezember einmal wieder in Erinnerung rufen. Eine eher ungewöhnliche Zeit, ich weiß. Mit dem Heiligen Geist, da beschäftigen wir uns ja meist so eher im Frühsommer, wenn's halt auf Pfingsten zugeht. Einmal im Jahr. Ein bisschen spärlich eigentlich, wenn man bedenkt, dass es der Heilige Geist, der Geist Gottes ist, der uns eigentlich rund um die Uhr, alle Jahre unseres Lebens begleitet. Der unser Beistand sein will und soll, in den Höhen und auch in den Tiefen unseres Lebens. Der uns mit Gaben und Begabungen ausstattet. 7 an der Zahl. Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Alle guten Dinge sind 7. Aber nicht immer, nicht in jeder Lebenslage, ist es das Gesamtpaket, das aktiviert werden muss. Es ist ganz unterschiedlich, von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation, welche der Geistgaben wir gerade am dringendsten brauchen. Bei mir ist das gerade die Gabe der Erkenntnis, die ich ganz besonders gut vertragen kann, um meinen Alltag irgendwie zu meistern. Die Gabe nämlich, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Zu erkennen, welche meiner Punkte auf meiner ellenlangen To-Do-Liste denn jetzt gerade wirklich wichtig sind und welchen ich vielleicht weniger Aufmerksamkeit schenken darf. Zu erkennen, was denn wirklich wichtiger ist als ein bisschen Zeit für mich selbst in der ach so starren Zeit. Das zu erkennen, ist für mich eine der größten Herausforderungen in diesen Tagen. Ich weiß ganz genau, allein mit meinem Verstand werde ich zwar vielleicht eine detailgetreue, zweispaltige Auflistung wichtig, unwichtig erstellen können, auf der am Ende dann doch wieder alles unter wichtig zu finden ist, mehr aber eigentlich auch nicht. Da braucht es schon ein bisschen mehr als den bloßen Verstand, der da an seine Grenzen kommt. Für eine solche Erkenntnis braucht es Herz und Geist. Den Geist der Erkenntnis. Immer dort, wo ich mit meinen Möglichkeiten an meine Grenzen stoße, da kann ich mir sicher sein, da geht's für ihn erst so richtig los. Für den Geist Gottes. Und er wird's tun. Er wird mir beistehen. Und darum gehe ich jetzt eine Runde spazieren. Wer weiß, wo der Geist so weht. Alle guten Dinge sind natürlich 7. Aber welche der Gaben ist es, die du am meisten brauchst, jetzt gerade?